Milovaní bratia a sestry, geliebte Brüder und Schwestern, všetkých vás srdečnou láskou vítam. Herzliches Willkommen in herzlicher Liebe. Viem, že ste sa tešili na túto chvíľu. Ich weiß, dass ihr euch gefreut habt auf diese Weile. A ja sa vždy teším, keď môžem Božie slovo brať do svojho srdca. Ich freue mich auch immer, wenn ich Gottes Wort aufnehmen kann ins Herz. Tak som sa pýtal pána. So habe ich den Herrn gefragt. Čo má byť ďalej? Was? O čom máme ďalej uvažovať? Über was wir weiter überlegen sollen. Viete, že od počiatku hovoríme o múdrosti. Am Anfang haben wir über Weisheit gesprochen. Vlastne téma tohoto Freizeitu je múdrosť Božia. Eigentlich ist das Thema dieser Freizeit die Weisheit Gottes. A my keď chceme žiť v tej Božej múdrosti. Und wenn wir in Gottes Weisheit leben möchten, my musíme sa učiť od Boha. Dann müssen wir von Gott lernen. Pretože od koho sa učíme, na toho sa budeme podobať. Weil von wem wir lernen, dem werden wir ähnlich sein. Koho milujeme, toho obraz nosíme. Den wir lieben, dessen Bild tragen wir. A ak my milujeme Pána, wenn wir den Herrn lieben, tak milujeme jeho slovo. Dann lieben wir sein Wort. A to slovo pôsobí v nás zmeny. Und das Wort bewirkt Veränderung in uns. To slovo mení náš charakter. Das Wort verändert unseren Charakter. To slovo mení naše myslenie. Das Wort verändert unsere Denkweise. To slovo mení naše spôsoby života. Das Wort verändert die Art und Weise zu leben. Jednoducho to slovo má tvorčiu moc v našom živote. Also das Wort hat schöpferische Kraft in unserem Leben. A ak tak prežívate, že po jednom takom kázaní cítite, že ste rozrušení a že jednoducho to slovo zasiahlo, mocne zasiahlo do vášho života. Und wenn ihr so erlebt nach einer Predigt, dass ihr aufgewühlt seid und dass das Wort machtvoll eingegriffen hat in euer Leben, buďme za to veľmi vďační. Lasst uns sehr dankbar dafür sein. Lebo to je Boží záujem o nás denn osobne. Das ist Gottes Interesse an uns persönlich. Viete, to najkrajšie je to poznať v živote, das Schönste im Leben zu erkennen ist, že Boh má o mňa osobne záujem. Gott hat um mich persönlich Interesse. Ak toto nemáme túto osobnú skúsenosť, že Boh osobne sa zaujíma o mňa. Wenn wir nicht diese persönliche Erfahrung haben, dass Gott sich persönlich um mich interessiert, tak som len náboženský človek. Dann bin ich nur ein religiöser Mensch. Zaradil som sa do množstva, do určitého množstva ľudí. Ich habe mich in eine bestimmte Menge Leute mit eingereiht. A strácam sa v tom dave tých smerujúcich ľudí. Und ich verliere mich in dieser Masse der Menschen, die eine Richtung gehen. Ale Pán Ježiš svojich osobne povoláva k sebe. Aber der Herr Jesus ruft die seinen persönlich zu sich. Ten človek, ktorý nemá osobné stretnutie s Bohom, der Mensch, der kein persönliches Treffen mit Gott hat, nemá to osobné oslovenie, hat keine persönliche Ansprache erlebt hat, ten človek sa stráca v zástupe kresťanov, der verliert sich in der Menge, in der Masse der Christen, a tam vlastne sa stráca aj ten jeho charakter. Und dort verliert sich auch sein Charakter. Spomente si, ako Pán Ježiš Kristus povoláva svojich učeníkov k sebe. Erinnert euch, wie der Herr Jesus Christus seine Jünger zu sich beruft. Do svojej blízkosti vyvolil si ich. Er hat sie auserwählt. A potom ich zmocnil. Und dann hat er sie bevollmächtigt. A hovorí im, a teraz vás posielam. Und er sagt ihnen, ich sende euch jetzt. Pavel Apoštol hovorí, ako pôjdu, keď nebudú poslaní. Apostel Paulus sagt, wie sollen wir gehen, wenn wir nicht gesendet werden? A tí, ktorí boli poslaní, o čom svedčili? Und die gesendet wurden, über was haben sie svedčili gezeugt? O tom, čo videli? Haben sie darüber gezeugt, was sie gesehen počuli, haben, was sie gehört haben? A čoho sa ich ruky dotýkali? Und was ihre Hände betastet haben? To znamená, že mali svedectvo. Das bedeutet, sie hatten ein Zeugnis. Ten základ toho Božieho záujmu o mňa. Die Grundlage des göttlichen Interesses an mir. Tkvie v tom stretnutí s Bohom. Entspringt
entspringt dem Treffen mit Gott. V tom kontakt, dem Zusammentreffen, dem Kontakt. V tom kontakte s Bohom. Dem Kontakt mit Gott. A my potrebujeme tento kontakt s Bohom mať. Und wir haben es nötig, diesen Kontakt mit Gott zu haben. Ja som už niekde spomínal. Ich habe schon irgendwo daran erinnert. Že jedno ráno, keď sme sedeli s manželkou za stolom. Eines Morgens, als ich mit meiner Frau am Tisch saß. Počul som, ako niekto štartuje auto. Habe ich gehört, wie jemand ein Auto gestartet hat. A počúvam, ako to robí, že wu, 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 wu. Ich habe gehört, wie das Auto, wie der Motor langsam am Absterben war. Prelož to. No, to teda jo. Nemá baterky. Nemá už baterie. Šetri baterie. Ich werde meine Batterie dafür nicht leer machen. Si nebudu prázdnit baterie. A jak tak sedíme s manželkou za stolom, hovorím, musím ísť pomôcť tomu človeku, lebo vidím, že má slabú baterku. Und als ich so mit meiner Frau am Tisch saß, habe ich gesagt, ich muss diesem Mann helfen gehen, weil ich sehe diese Menschen helfen gehen, weil ich sehe die Batterie ist sehr schwach. A ona hovorí, čo ťa do toho, tu máš raňajky, jedz a nepočúvaj, čo je za okolo. Sagte, was geht der dich dort an hier? Hast du dein Frühstück jetzt essen und interessier dich nicht um andere Menschen? A hovorím, ale vieš, že čo hovorí písmo, keď môžete robiť dobre a nerobíte, máte hriech. Und ich sagte, weißt du doch, was die Schrift sagt, wenn ihr Gutes tun sollt und ihr tut es nicht, dann ist es euch zur Sünde. A hovorí, no tak choď. A dann geh halt. Tak som prišiel k tomu človeku. Und dann ging ich zu diesem Menschen. A hovorí mu, že či mu môžem pomôcť. Und habe ihm gesagt, kann ich Ihnen helfen? A on hovorí, joj, že veľmi rád, bude veľmi rád. Ja, er wird sich sehr freuen. No a hovorím mu, že ja, ist gut. Nech otvorí kapotu. Ja, er sollte mal die Motorhaube öffnen. Zobral som rozdeľovač hlavy. Dann habe ich den Verteilerkopf abgenommen. A očistil som kontakty. Hab die Kontakte gereinigt. Videl som, že bolo nahorené, hrubo nahorené, napečené, boli tie kontakty. Ich habe gesehen, dass die Kontakte sehr verschmort waren. Očistil som ich. Hab sie gereinigt. Založil som to na miesto. Hab das wieder an Ort und Stelle gesetzt. A hovorím, a teraz naštartuj. Und hab gesagt, jetzt starte. A jak to naštartoval. Er hat gestartet. Brum, 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 la, 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 la. Und es ging wunderbar. Šetri baterky. Schon die Batterie. No. Vidíte kontakt. Seht ihr? Kontakt. Tak málo. So wenig. A predsa tak dôležité. Und doch so notwendig. Viete, koľko o tom ja kážem a hovorím. Wisst ihr, wie oft ich darüber predige und spreche? Ale ľudia počúvajú a nepočúvajú. Aber die Leute hören und hören nicht. Niekde v hĺbke srdca. Tief im Herzen. Nepochopia. Begreifen sie nicht. Že musia ísť tak hlboko do blízkosti Pánovej. Dass sie so tief in die Gegenwart Gottes hineinkommen müssen. Viete, náš Pán je hore. Unser Herr ist oben, wisst ihr? Ale ak ja s ním chcem kontakt nadobudnúť, ja musím ísť dole. Aber wenn ich Kontakt mit meinem Herrn haben will, Kontakt mit meinem Herrn aufnehmen will, muss ich runtergehen. A viete, čo to znamená? Wisst ihr, was das bedeutet? Pokoriť sa. Sich zu demütigen. Ísť do pokory. In die Demut zu gehen. Pochopiť to, že bez Pána nič nemôžem urobiť. Zu begreifen, dass ich ohne den Herrn nichts tun kann. Kedy to už raz pochopíš, že bez Pána Ježiša to nič nefunguje. Wann wirst du das schon endlich einmal begreifen, dass ohne den Herrn Jesus nichts funktioniert? Bez Pána Ježiša, bez toho osobného kontaktu, my len hráme kresťanov. Ohne den Herrn Jesus Christus, ohne den persönlichen Kontakt, spielen wir nur ein Christentum vor. A viete, čo to je? Wisst ihr, was das ist? No to je také farizejstvo, pokrytectvo. Das ist Pharisäertum, das ist Heuchelei. Aj farizeji sa tvárili, že majú obecenstvo s Bohom. Auch die Pharisäer haben sich gerühmt, dass sie eine Gemeinschaft mit Gott hätten. A keď im Boh poslal svojho syna, aber als ihn Gott seinen Sohn gesandt hat, viete, čo urobili? Wisst ihr, was sie gemacht haben? No ako slepí ľudia. Wie blinde Menschen. Priklincovali ho na kríž. Sie haben ihn ans Kreuz geheftet. Zabili ho. Sie haben ihn getötet. Oni hovorili, že vidíme. Und sie haben gesagt, wir sehen. A nevideli. Und sie haben nicht gesehen. Oklamaní boli sami sebou. Sie waren durch sich selbst
A táto zastiera Mojžišova je stále ešte dodnes na ich očiach. Und die Decke des Mose ist noch heute vor ihren Augen. Túto zástieru môže dať preč len Pán Ježiš, milosti Ježiša Krista. Diese Decke kann nur der Herr Jesus in seiner Gnade hinwegtun. A práve táto milosť Pána Ježiša nás vezde k tomuto osobného kontaktu. Und gerade diese Gnade des Herrn Jesus führt uns zu diesem persönlichen Kontakt. My veľmi osobne musíme prežiť ten Boží záujem o svoj život. Wir müssen sehr persönlich Gottes Interesse an unserem Leben erleben. A všetko to začína tým, že človek je najprv v tom stratenom stave. Alles beginnt damit, dass der Mensch sich zunächst in dem verlorenen Zustand befindet. A on prišiel ako dobrý pastier. Er kam als der gute Hirte. A hľadá svoje ovečky. Er sucht seine Schafe. A on volá ich po mene. Er ruft sie mit Namen. To znamená, že ten človek, ktorý prichádza do kontaktu s Ježišom Kristom. Das bedeutet, dass der Mensch, der in Kontakt mit Jesus Christus kommt, že cíti, že veľmi osobne Pán Ježiš k nemu hovorí. Dann spürt er, dass der Herr Jesus sehr persönlich zu ihm redet. A to je to, že Pán si povolal svoj k sebe. Und das bedeutet, der Herr hat die Seinen zu sich berufen. A potom ich vyťahne z tej hlbiny. Und dann holt er sie aus den Tiefen heraus. Vybere ho z tej špiny, z toho moku hnoja. Er holt ihn dann aus dem Morast heraus. Očistí ho. Er reinigt ihn. Umie ho. Er wäscht ihn. Zaodeje rúchom spasenia. Und tut ihn an mit dem Gewand der Gerechtigkeit. A potom ho zapečatí duchom synovstva. Und dann versiegelt er ihn mit dem Geist der Kindschaft. A takto sa stávame Božími deťmi. Und so werden wir Gottes Kinder. A potom nás poveruje. Und poverí, zmocňuje, und dann, posiela. Und dann bevollmächtigt er uns, dann sendet er uns aus. A keď nás posiela, dann, wenn er uns aussendet, ako nás posiela? Wie sendet er uns aus? Ako ovce medzi vlkov. Wie Schafe unter die Wölfe. Aký to má všetko zmysel? Was hat das alles für einen Sinn? Viete, aký? Was wisst ihr, was für einen Sinn? Viete, ako sme my svedkami toho, ktorý tu je? Wisst ihr, wie wir Zeugen dessen sind, ktorý nás poslal na tento svet? Zeugen dessen, der uns auf diese Welt gesandt hat? Ktorý povedal, zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta. Der gesagt hat, sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Posvedi ich svojej pravde. Heilige sie in deiner Wahrheit. Lebo tvoje slovo je pravda. Denn dein Wort ist die Wahrheit. Tak, ako si ty mňa poslal na tento svet. So wie du mich in diese Welt gesandt hast. A ja som ich poslal do sveta. Habe auch ich sie in die Welt gesandt. Čo sa tu deje? Was geschieht hier? Vlastne my nesieme skutkom i slovom i celým svojim zjavom. Wir tragen mit unseren Taten, mit unseren Worten und mit unserem ganzen, mit unserer ganzen Erscheinung, že sme svedkami toho, ktorý nás poslal. Mit dem geben wir zum Ausdruck, dass wir Zeugen sind dessen, der uns gesandet hat. A že nie sme z tohoto sveta. Und dass wir nicht von dieser Welt sind. No a teraz? Und jetzt? Tento svet na nás ide to skúšať. Die Welt versucht das, probiert das, ob das so. Lebo v tomto svete žijú vlci. Denn in dieser Welt leben Wölfe. A oni majú dobre nabrúsené zuby. Und sie haben gefletschte Zähne. A oni majú svoje záujmy, títo vlci. Sie haben ihre Interessen, diese Wölfe. A Pán Ježiš nás posiela z toho iného sveta. Und der Herr Jesus sendet uns nun von dieser anderen Welt. Aby sa ukázalo, dass es offenbar wird, že sme odtiaľ, odkiaľ je aj on. Dass wir von dort stammen, wo auch er herkommt. A takto sa vraciame domov. Und so kehren wir nach Hause. To telo je z tejto zeme. Dieser Leib ist von dieser Erde. Ale ten duch. Aber der Geist. Ten je od Boha. Der ist von Gott. Ten nie je zo zeme. Der ist nicht von der Erde. To je duch Ježiša Krista v das nás. Das ist der Geist Jesu Christi in uns. Áno, Boh vdýchol do človeka svojho ducha. Ja, Gott hat seinen Geist in den Menschen hinein. Ale ten deň, keď človek zhrešil,
Aber an dem Tag, wo der Mensch gesündigt hat, on zomrel. Ist er gestorben. Bol mrtvý pre Boha. Er war tot für Gott. Ale Ježiš Kristus nás skriesil. Jesus Christus hat uns auferweckt. Svätým duchom sme skriesení. Wir sind mit dem Geist Gottes auferweckt. Božím slovom sme skriesení. Wir sind durch das Wort Gottes auferweckt. A už nežijeme my. Und es leben nicht mehr wir. Ale on. Aber er. To nie je náš duch. Das ist nicht unser Geist. Ale to je jeho duch. Aber das ist sein Geist in uns. A tak ako on nie je zo sveta. Und so wie er nicht von der Welt ist. Tak ani ten duch, ktorý je v nás, nie je zo sveta. So ist auch der Geist, der in uns ist, nicht von der Welt. Lebo už nežijeme my. Denn es leben nicht mehr wir. Ale žije v nás on. Aber er lebt in uns. Tak to máme pochopiť. So müssen wir das begreifen. A nie špekulovať o tom. Und nicht zu spekulieren über das. Ale prijať to. Sondern das anzunehmen. A teraz v tomto hlbokom vnútornom presvedčení. Und nun in dieser tiefen inneren Überzeugung. Že prišli sme od neho. Dass wir von ihm ausgegangen sind. A ideme k nemu. Und dass wir zu ihm gehen. Ideme domov. Dass wir nach Hause gehen. Zápasíme zápas života. Kämpfen wir den Kampf des Lebens. Ktorý je hodný toho svedectva. Der Kampf, der es wert ist, dieses Zeugnis, že sme jeho. Dass wir ihm gehören. My nežijeme svoj život. Wir leben nicht unser Leben. Beda ti je, ak ty žiješ svoj život. Wehe dir, wenn du dein Leben lebst. Ty žiješ život Ježiša Krista. Du lebst das Leben Jesu Christi. Už nežiješ ty. Es lebst nicht mehr du. Ale žije v tebe. Aber in dir lebt Christus. Christus. Už nežijú v tebe tvoje túžby. Deine Begierden leben nicht mehr in dir. Ale žijú v tebe túžby Ježiša Krista. Aber es lebt in dir das Sehnen Christi. A čo hovorí Pavel? Umrtvujeme tie túžby tela. Und was sagt Apostel Paulus? Wir töten unsere Begierden des Fleisches. Lebo žijeme ešte v tele. Weil wir leben noch im Fleisch. Ale prichádza ten čas vyslobodenia z tohto tela. Aber es kommt die Zeit der Erlösung von diesem Fleisch. Ako to ty prežívaš vo svojom srdci? Wie erlebst du das in deinem Herzen? Ty keď príde ten čas, že sa odlúčiš od svojho tela. Wenn die Zeit kommen wird, dass du dich von deinem Körper verabschiedest. Bude to tvojou radosťou vyslobodenie? Wird das Freude sein? Wird das Erlösung sein? Alebo sa držíš toho svojho tela. Oder hältst du dich an deinem Körper fest? Sú mnohí kresťania, keď príde nemoc. Sind viele Gläubige, wenn eine Krankheit kommt? Alebo prichádza, pocítia, že prichádza ten deň, že majú odísť svojmu pánovi. Oder sie spüren, dass der Tag naht, dass sie hinweggehen sollen zu ihrem Herrn. Rukami, nohami proste robia všetko preto, aby len ostali v tomto tele. Dann werden sie sich mit Händen und Füßen wehren, um hier in diesem Körper zu bleiben. Možno, že sa vám to zdá byť nenormálne, čo hovorím. Vielleicht scheint es euch unnormal zu sein, was ich sage. Ale ak je v nás skutočne Kristov život. Aber wenn tatsächlich Christi Leben in uns ist. Tak sa radujeme v ústretí pánovi. Dann freuen wir uns, dem Herrn entgegenzugehen. Keď ma niečo zabolí. Wenn mir etwas wehtut. Tak nie, to je prvá myšlienka. Jo, nie, že zomriem. Ist das nicht der erste Gedanke, werde ich sterben? Ale tá prvá myšlienka, o, Pane, už sa blíži ten deň. Aber Herr, der Tag naht sich. O, Pane, vezmi si ma. Herr, nimm mich. To je to, že nedržím sa svojho tela. Das ist, dass ich mich nicht an meinem Körper festhalte. Ale držím sa svojho pána. Ich halte mich an meinen Herrn. Minule mi volá jedna staršia sestra. Vor kurzem hat mich eine ältere Schwester angerufen. Bratčanko, objavili mi rakovinu. Bruder Šaňo, Sie haben bei mir Krebs festgestellt. A ja hovorím, sláva pánu, už si blízo. Ich hab gesagt, preis den Herrn, cieľa. Du bist nahe dem Ziel. A ona myslela, že ja budem sa modliť za to, aby ju pán uzdravil z tej rakoviny. Und sie hat gedacht, ich werde dafür beten, dass der Herr sie heilt vom Krebs. A hovorím, ja ešte nechcem zomrieť. Ich will noch nicht sterben. A hovorím, a čo tu chceš? Veľa banánov ešte pojesť, alebo... Was willst du noch? Viele Bananen hier essen, oder was? Ono to vypadá ako humor. Das sieht aus wie humor. Ale to sú, tu sú skryté vážne veci.
aber das sind tief verborgene, veľmi vážne veci. Sehr ernste Dinge. Musím vám povedať, že veľmi som sa zarmútil v srdci. Ich muss euch sagen, ich war sehr traurig. Im Pane, ich habe gesagt, Herr, tvoj ľud netúži po tebe. Dein Volk sehnt sich nicht nach dir. Čo verí tento tvoj ľud? Was glaubt dieses Volk? Oni veria len telo. Glauben sie nur an den Körper? Veria len to, že tu sa môžem mať dobre na tomto svete. Glauben sie nur daran, dass es ihnen hier gut gehen kann auf dieser Erde? Mňa keď niečo zabolí, wenn mir etwas wehtut, tak hovorím, o Pane, blíži sa ten deň. Dann sage ich, Herr, der Tag naht sich. A Pán Boh mi tak, o počkaj, ešte to nebude tak skôr. Sagt, nein, das wird noch nicht so bald sein. A hovorím, Pane, už som sa tak tešil. Der Herr, ich habe mich schon so gefreut. Mám ešte pre teba cestu. Ich habe noch einen Weg für dich. Chcem byť trpezlivý. Ich will geduldig sein. Ale viem, že pôjdem domov. Aber ich weiß, dass ich nach Hause gehen werde. Bratia, sestry, všetkých vás veľmi milujem. Brüder und Schwester, ich liebe euch sehr. Milujem Božiu cirkev. Ich liebe die Gemeinde Christi. Milujem Gottes. Boží ľud. Ich liebe das Volk Gottes. A s láskou slúžim všetkým. Und mit Liebe diene ich ihr. Ale keď on zavolá, aber wenn er ruft, ja sa ani neobzrem. Dann werde ich nicht mehr mich umschauen. A poviem, Pane, tu som. Dann sage ich, Herr, hier bin ich. Idem k tebe. Ich gehe zu dir. O tom to je. Um das geht es. O tom sme spievali. Von dem haben wir gesungen. O tom hovoríme a svedčíme. Von dem reden und zeugen wir. Teda v tom osobnom, hlbokom poznaní, also in dem persönlichen, tiefen Erkennen, tkvie naša múdrosť. Dort entspringt unsere Weisheit. A skrze to vlastne všetky veci svojho života zariadujeme. Und danach richten wir alle unsere Lebensdinge ein. Viete, kniha Prísloví hovorí o tom, že aj blázon, keď mlčí, je považovaný za múdreho. Wisst ihr, in Sprüche steht geschrieben, ein Tor, ein Narr, wenn er ruhig wäre, würde man seine Narrheit nicht erkennen, würde er als weise geachtet werden. Ale ako náhle otvorí tento blázon svoje ústa, aber sobald dieser Narr seinen Mund öffnet, ukáže sa to, čo je v ňom. Dann zeigt sich das, was in ihm ist. Viete, z čoho sa ukáže, že kto sme? Wisst ihr, wo es sich zeigt, wer wir sind? Keď sa odhalia naše myšlienky. Wenn unsere Gedanken offenbar werden. Keď sa odhalí, ako myslíme a čo myslíme. Wenn es offenbar wird, wie wir denken und was wir denken. Potom sa ukáže naša hodnota. Und da zeigt sich unser Wert. Potom sa ukáže to, odkiaľ ideme a kam ideme. Und da zeigt es sich, woher wir kommen und wohin wir gehen. Potom sa ukáže, či sa točíme niekde v kruhu, dann sami okolo sich, seba. Ob wir uns im Kreis drehen, irgendwo um uns selbst herum. A padáme do depresií a beznádejnosti. In Depressionen und Hoffnungslosigkeit hineinfallen. Alebo skutočne máme tak chaoticky usporiadané myslenie, že sme proste nevieme, kde je sever. Oder wir haben sogar so ein chaotisches Denksystem, dass wir nicht wissen, wo Norden ist. Ale Božie slovo, aber Gottes Wort, nám dáva cestu. Zeigt uns den Weg. A tá cesta nie je točenie sa okolo seba. Der Weg bedeutet nicht, sich sich selbst zu drehen. Ale tá cesta má smer. Der Weg hat eine Richtung. Tá cesta má cieľ. Der Weg hat ein Ziel. A po tej ceste treba kráčať. Und es ist notwendig, auf diesem Weg zu schreiten. A Pán Ježiš Kristus hovorí. Und der Herr Jesus Christus sagt. Ja som tá ich cesta. Bin der Weg. I pravda, i život. Die Wahrheit und das Leben. A čo hovorí Pavel Apoštol? Und was sagt Apostel Paulus? Všetko, čo je za mnou, alles, was hinter mir ist, zabúdam na to. Vergesse ich. Ich vergesse darauf. Jednoducho už sa nezaoberám s tým, čo ganz je za mnou. Einfach, ich beschäftige mich nicht mehr mit ale dem, was naklonený, aber ich bin geneigt, ako ten bežec, wie dieser Läufer geneigt, ktorý beží ist, po svojej dráhe, der seine Bahn läuft, dívajúc sa na cieľ, auf das Ziel hinblickend, bežím. So laufe ich. A nenechám sa vyrušiť. Ich lasse mich nicht wegbringen davon. Čo všetko nás vyrušuje z toho pohľadu na Pána Ježiša Krista. Was stört uns alles im Hinblick auf den Blick dem Herrn? On je počiatok. Er ist der Anfang.
On je i koniec. Er ist auch das Ende. On je alfa i omega. Er ist Alpha und Omega. Na počiatku bolo slovo. Am Anfang war das Wort. To slovo bolo u Boha. Das Wort war bei Gott. A tým slovom je Boh. Und Gott war das Wort. On bol na počiatku. Er war zu Beginn. A on je aj na konci. Und er ist auch am Ende. To znamená, že my musíme ísť za ním. Bedeutet, wir müssen ihm nachgehen. My vieme, že Pán Ježiš išiel, aby sa posadil po pravici Otcovej. Wir wissen, dass der Herr Jesus hinging, sich zur Rechten des Vaters zu setzen. A tam nám pripravil miesto. Und dort hat er uns Städte bereitet. On hovorí o tom. Er sagt darüber. Že tak ako Otec dal miesto mne na jeho tróne. So wie der Vater mir einen Platz auf seinem Thron tak, gegeben hat. Tak aj ja dám tým, ktorí víťazia miesto na svojom tróne. So werde ich auch denen, die überwinden, einen Platz geben auf meinem Thron. Nech sa neľaká vaše srdce. Euer Herz erschrecke nicht. Veríte Boha, verte i vo mňa. Glaubet an Gott und glaubet an mich, spricht der Herr Jesus. Lebo v dome mojho otca je mnoho príbytkov. Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Keby to tak nebolo, tak by som vám to nehovoril. Wenn es so nicht wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Ale idem, aby som vám pripravil miesto. Aber ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. A potom si vás zoberem. Dann nehme ich euch zu mir. A my túžobne očakávame. Sehnsüchtig erwarten wir. A nie preto, že šediny zdobia našu hlavu. Nicht deswegen, weil ein graues Haar unseren Kopf schmückt. Nie preto, že máme tušenie, že prichádzame len do cieľa. Nicht deswegen, weil wir das den Eindruck haben, ins Ziel zu laufen. Ale od chvíle, keď Duch Svätý prebral vládu nad našim životom. Aber von der Weile an, wo der Heilige Geist die Herrschaft in unserem Leben übernommen hat. Až do tej slávnostnej chvíle. Bis zu der herrlichen Weile. Keď prekročím Jordán. Wenn ich den Jordan übersteige. A prídem do tej zasľúbenej zeme. Und in das verheißene Land eingehe. Všetko podriadujem jemu. Alles ordne ich ihm unter. A všetko robím s hľadom na neho. Und alles tue ich mit Hinblick auf ihn. To je tvoja, naša i moja múdrosť. Das ist deine, unsere und meine Weisheit. Že všetko robím s hľadom na neho. Alles tue ich im Hinblick auf ihn. A s hľadom na cieľ. Im Hinblick auf das Ziel. A čokoľvek by ma od toho cieľa chcelo odradiť. Was auch immer mich von diesem Ziel abhalten wollte. A všetko, čo by ma chcelo zdržať, alebo iným smerom pustiť. Alles, was mich aufhalten möchte oder in eine andere Richtung führen möchte. Či sú to žiadosti tela. Ob das Begierde des Fleisches ist. Či je to uznanie ľudí. Ob das Anerkennung bei alebo Menschen ist. Alebo nejaká sláva. Oder eine Ehre. Alebo bohatstvo. Oder Reichtum. Alebo zisky nejaké. Oder Gewinn. To všetko považujem za smeti a za hnoj. Das alles erachte ich für Kot und für Mist. Aby som získal to. Um das zu erreichen. Mnohí sa na mňa dívajú ako na blázna. Viele sehen mich an wie einen Tor. Ale ja budem veľmi rád bláznom Kristovi. Aber ich will gern als Narr gehalten werden pokiaľ in Christus, solange ich lebe. A potom und dann k nemu. Gehe ich zu ihm. A teším sa na stretnutie. Ich freue mich auf das Treffen mit ihm. Aj ty sa teš. Freue du dich auch. Budeme čítať Božie slovo. Wir werden Gottes Wort lesen. A ja by som poprosil sestru Anku, aby obšírnejšie prečítala v nemčine. Obšírnejšie ako viacej veršov bude čítať. Wir werden etwas ausführlicher lesen. A je to z prvej knihy Samuelovej. Aus dem ersten Buch Samuel. Od 9, teda z 25. kapitoly. 1. Samuel 25. Od 9. verša budeš čítať. 1. Samuel 25 von Vers 9. Až po 35. verš. Od 9. po 35. verš. 1. Samuel 25, Vers 9 bis 35. Ja by som v slovenčine len toľko povedal. Möchte nur so viel in Slowakisch sagen. Aby sme ušetrili čas. Um die Zeit zu schonen. Že je to príbeh o Abigail a Nábal. Es geht hier um Abigail und Nábal. Sú to manželia. Das ist ein Ehepaar. Ktorí sú skúsení životom.
Die sind vom Leben geprüft. A tu sa ukáže múdrosť manželky. Und hier zeigt sich die Weisheit der Frau. A ukáže sa bláznostvo manžela. Und die Torheit des Mannes. A ukáže sa aj milosť Božia. Und es zeigt sich auch Gottes Gnade. Že keď si Boh nájde čo len jedného človeka Wenn v rodine, Gott auch nur einen Menschen in der Familie findet, ktorý podľa srdca Božieho rozmýšľa, uvažuje, Gottes Herzen überlegt, Boh je schopný zachrániť celú rodinu, dann ist der Herr bereit, dann ist der Herr fähig, die ganze Familie zu bewahren. Aj všetko, čo k tomu domu patrí. Und alles, was zu diesem Haus gehört. Prečítajte si tento text v slovenčine, ktorý budete zo záznamu čítať. Wer das hört in Slowakisch, der soll diesen Text in Slowakisch mitlesen. Prosím, aby si to čítala v nemčine. 1. Samuel 25:9-35. Od 9. verša. Und da die Jünglinge Davids hinkamen und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten, hörten sie auf. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist der David und wer der Sohn Isais? Es werden jetzt der Knechte viele, die sich von ihren Herren reißen. Sollte ich mein Brot, Wasser und Fleisch nehmen, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und den Leuten geben, die ich nicht kenne, wo sie her sind? Da kehrten sich die Jünglinge Davids wieder auf ihren Weg, und da sie wieder zu ihm kamen, sagten sie ihm solches alles. Da sprach David zu seinen Männern, gürte ein jeglicher sein Schwert um sich. Und ein jeglicher gürtete sein Schwert um sich, und David gürtete sein Schwert auch um sich, und zogen ihm nach hinauf bei 400 Mann, aber 200 blieben bei dem Gerät. Aber der Abigail Nabals Weib sagte an der Jünglinge einer und sprach, siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu grüßen, aber er schnaubte sie an. Und sie sind uns doch sehr nützliche Leute gewesen und haben uns nicht verhöhnt und hat uns nichts gefehlt an der Zahl, solange wir bei ihnen gewandelt haben. Wenn wir auf dem Felde waren, sondern sie sind unsere Mauern gewesen, Tag und Nacht, solange wir die Schafe bei ihnen gehütet haben. So merke nun und siehe, was du tust, denn es ist gewiss ein Unglück vorhanden über unseren Herrn und über sein ganzes Haus, und er ist ein heilloser Mann, dem niemand etwas sagen darf. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 gekochte Schafe und 5 Scheffel Mehl und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud auf Esel und sprach zu ihren Jünglingen, geht vor mir hin, siehe, ich will kommen hernach. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Und als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Dunkel des Berges, siehe, da kam David und seine Männer hinab ihr entgegen, dass sie auf sie stieß. David aber hatte geredet, wohlan, ich habe umsonst behütet alles, was dieser hat in der Wüste, dass nichts gefehlt hat an allem, was er hat, und er bezahlt mir Gutes mit Bösem. Gott tue dies und noch mehr den Feinden Davids, wo ich diesem bis zu einem lichten Morgen übrig lasse, einen, der männlich ist, aus allem, was er hat. Da nun Abigail David sah, stieg sie eilend vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde. Und fiel zu seinen Füßen und sprach, ach mein Herr, mein sei diese Missetat, und lass deine Magd reden vor deinen Ohren und hören die Worte deiner Magd. Mein Herr, setze sich nicht sein Herz wider diesen Nabal, den heillosen Mann, denn er ist ein Narr, wie sein Name heißt, und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Jünglinge meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich verhindert, dass du nicht kämest in Blutschuld und dir mit eigener Hand hülfest. So müssen nun werden wie Nabal deine Feinde und die meinen Herrn übel wollen. Hier ist der Segen, den deine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Den gib den Jünglingen, die unter meinem Herrn wandeln. Vergib deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus machen, denn du führst des Herrn Kriege. Und lass kein Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und nach deiner Seele steht, so wird die Seele meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber die Seele deiner Feinde wird geschleudert werden mit der Schleuder. Wenn denn der Herr all das Gute meinem Herrn tun wird, das er dir geredet hat, und gebieten, dass du ein Herzog seist über Israel, so wird's dem Herzen meines Herrn nicht ein Anstoß und Ärgernis sein, dass du Blut vergossen ohne Ursache und dir selbst geholfen. So wird der Herr meinem Herrn wohltun und wirst an deine Magd gedenken.
Da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heutigen Tages hat mir entgegengesandt. Und gesegnet sei deine Rede und gesegnet seist du, dass du mir heute gewährt hast, dass ich nicht in Blutschuld gekommen bin und mir mit eigener Hand geholfen habe. Wahrlich, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der mich verhindert hat, dass ich nicht übel an dir täte. Wärst du nicht eilend bei mir begegnet, so wäre dem Nabal nicht übrig geblieben, bis auf diesen lichten Morgen einer, der männlich ist. Also nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Ziehe mit Frieden hinauf in dein Haus. Siehe, ich habe deiner Stimme gehorcht und deine Person angesehen. Toľko z čítania Božieho slova. So viel vom Wort Gottes. Veľmi vážny oddiel Božieho slova. Es ist ein sehr ernster Abschnitt aus dem Wort Gottes. Toto slovo hovorí o múdrej žene a bláznivom mužovi. Dieses Wort redet über eine weise Frau und einen toren Mann. Niekedy sa nachádzame v našich rodinách v podobných situáciách. Manchmal befinden wir uns in ähnlichen Situationen in unseren Familien. Sú rodiny rozdelené. Es gibt getrennte, geteilte Familien. Ktoré idú podľa srdca Pánovho. Die gehen nach dem Herzen des Herrn. Kde muž alebo žena, jeden z týchto manželov, proste ide za Pánom celým srdcom. Oder Mann oder die Frau, also einer von diesen Ehepaaren mit dem ganzen Herzen dem Herrn nachfolgt. A ten druhý z manželov ide podľa žiadosti tela a podľa svojho vlastného srdca. Und der andere geht nach seinen Herzensgedanken. A veľmi rozumiem takým rodinám, že veľmi je ťažko žiť v takej rodine. Und ich verstehe solche Familien, dass es sehr schwer ist, in so einer Familie zu leben. Keď sa deti musia dívať na rozdelené srdce rodičov. Wenn Kinder geteilte Herzen der Eltern ansehen müssen. Aké to musí byť bolestivé, keď príslušníci v dome vidia hádky manželov. Wie schmerzvoll muss es sein für die Mitglieder in einem Haus zu sehen, wenn Streit da ist zwischen Mann und Frau. Aký to má ťažký dopad, aký to má destruktívny dopad na tých, ktorí sa dívajú na rozdelené takéto manželstvo. Was für destruktive Auswirkungen hat es für diejenigen, die zerteilte Familien ansehen müssen, zerteilte Ehen ansehen müssen. Trpia deti. Die Kinder leiden. A trpia všetci tí, ktorí sú blízko toho domu. Und alle, die nahe sind dieser Familie. Spomínam si pri jednej príležitosti. Ich kann mich an eine Gelegenheit erinnern. Sme si s manželkou tak vymieniali svoje názory. Wir haben unsere Ansichten ausgetauscht mit meiner Frau. Nebola to hádka. Es war kein Streit. Ale bolo také úsilie o to, aby sme našli tú Božiu cestu a nie tie svoje myšlienky. Aber es war so ein... Wir haben darum gekämpft, um Gottes Ansichten zu finden und nicht unsere eigenen. Nakoniec sme sa zhodli. Und am Schluss haben wir uns geeinigt. Ale malý chlapček ostal smutný. Aber der kleine Junge ist traurig geblieben. A prišiel ku mne. Kam zu mir. A slzy mal v očiach. Hatte Tränen in den Augen. A hovorí mi: Ty vôbec neľúbiš tú moju mamičku. Und sagt, du hast meine Mama überhaupt nicht lieb. Nevyťahol som ani ruku, ani krik nebol. Es war dort kein Geschrei, ich habe nicht die Hand erhoben. Len v tom tóne rozprávania on necítil tú lásku, tú pokoru, tú tichosť. Er hat nur in diesem Ton des Sprechens miteinander diese Liebe nicht empfunden. A povedal: Ty vôbec neľúbiš tú moju mamičku. Und er sagte, du liebst meine Mama überhaupt nicht. Ha. Viete, čo to bol za úder? Wisst ihr, was das für ein Schlag war? Ja som išiel pred Pána. Ich bin vor den Herrn gegangen. Činil som pokánie. Ich habe Buße getan. A potom sme aj s manželkou mu hovorili: Vieš, synček, v rodine sú veci, ktoré si musíme vydiskutovať. Und dann haben wir gemeinsam mit meiner Frau ihm erklärt und gesagt, weißt du, Söhnchen, in der Familie gibt es Dinge, die muss man gemeinsam ausdiskutieren. A musíme si povedať tie svoje názory. Und wir müssen unsere Ansichten kundtun.
Ale mne sa to tak nelúbilo, ako ste sa rozprávali. Aber es hat mir nicht gefallen, wie ihr miteinander geredet habt. A slzy mal v očiach. Und er hatte Tränen in den Augen. Nebol zvyklý na to, aby nejaká taká, nejaké kontroverzné dohady boli. Er war keine kontroversen Diskussionen gewöhnt. Ako veľmi trpia v rodine tí, na ktorých mnohokrát ani nebereme ohľad. Wie sehr leiden in der Familie die, auf die wir oft gar keine Rücksicht nehmen. Ako to dieťa túži milovať tak matku a milovať i svojho otca. Wie es dem Kind darum geht, seine Mutter zu lieben und auch so den Vater zu lieben. A ono to dieťa nerozumie tým problémom dospelým. Und das Kind versteht die Probleme der Erwachsenen nicht. Oni nedokážu tak rozmýšľať, ako rozmýšľajú dospelí. Sie können nicht so überlegen, wie die Erwachsenen überlegen. A dokážu veľmi trpieť deti. Und diese Kinder, sie sind fähig sehr zu leiden. Bolí ma každá chvíľa, ktorú som v živote neprežil v láske Božej. Es tut mir jede Weile weh, die ich im Leben nicht in Gottes Liebe erlebt habe. Kde som nebol dostatočne trpezlivý. Wo ich nicht genügend Geduld hatte. Bolí ma každá chvíľa, keď som sa nedíval na Pána. Es tut mir jede Weile weh, wo ich nicht auf den Herrn geschaut habe. Lebo v tom čase som nebudoval, ale búral. Weil in dieser Zeit habe ich nicht gebaut, aber ich habe herniedergerissen. Vtedy, keď som bol netrpezlivý, tak som nezhromažďoval, ale som rozptyloval. Und als ich ungeduldig war, da habe ich nicht gesammelt, sondern habe zerstreut. A cítim sa veľmi zodpovedný za to. Und ich fühle mich stark verantwortlich dafür. Aké dedičstvo nechávam svojim deťom. Was für ein Erbe ich meinen Kindern hinterlasse. Ano, Pán mi všetko odpustil. Ja, der Herr hat mir alles vergeben. Lebo som prišiel úprimne k nemu a vyznal som mu svoje biedy. Denn ich kam aufrichtig zu ihm und habe meine Mängel bekannt. A proste on dokonale zmie hriech. Und er kann die Sünde hundertprozentig vollkommen abwaschen. A tam je napísané u proroka Micheáša v 7. kapitole. Beim Propheten Micha im 7. Kapitel steht geschrieben. 18. a 19. verš. 18. und 19. Vers. Kto je taký Boh ako ty? Wer ist so ein Gott so wie du? Ktorý odpúšťaš neprávosti. Der die Sünden vergibt. A nepočítaš našich hriechov. Und denkt nicht an unsere Übertretungen. A do mora hlbín zahadzuješ každú našu vinu. Und ins Meer der Vergessenheit wirfst du alle unsere Übertretungen. Kto je taký Boh ako? Wer ist so ein Gott wie du? Áno, my vidíme tú vernosť Božiu. Ja, wir sehen Gottes Treue. Ale my tu musíme byť zodpovední. Aber wir müssen verantwortlich sein. Náš život a naše vzťahy, to je svedectvo nášho kontaktu s Bohom. Unser Leben, unsere Beziehungen ist ein Zeugnis unseres Kontaktes mit Gott. My nesmieme mysleť tak, že my si žijeme svoj život a za svoj život si sám zodpovedám. Wir dürfen nicht denken, wir leben unser Leben und für unser Leben werden wir selbst verantwortlich sein. A ako ho žijem, sebe ho žijem. So wie wir es leben, leben wir es für uns. Nie, to je omyl. Das ist ein Irrtum. To je zvrátené. Das ist verkehrt. Ja stále som svetlom. Ich bin immer Licht. A Pán Ježiš hovorí, keď to svetlo, čo je vo mne, je tmou. Und der Herr Jesus sagt, wenn das Licht, welches in mir ist, Finsternis ist. Aká veľká bude potom tá tma? Wie groß wird die Finsternis um mich sein? Teda ja nežijem len sám pre seba. Also ich lebe nicht nur selbst für mich. Ja nežijem svoj život. Ich lebe nicht mein Leben. Ja mám žiť život Kristov. Ich soll das Leben Christi leben. A ten život Kristov je svetlo. Und das Leben Christi ist Licht. A viete, čo znamená svetlo? Wisst ihr, was Licht bedeutet? Že takto to robte, ako to ja robím. Tut es so, wie ich es tue. Viete, čo znamená svetlo? Wisst ihr, was es bedeutet, Licht? Nasledujte môj príklad. Folgt meinem Beispiel nach. Ak my sme Kristovci. Wenn wir Christi sind. Ak my žijeme Kristov život. Wenn wir Christi leben, leben. Tak vlastne aj nehovoriac hovoríme, robte to tak, ako to robím ja. Dann sagt so, jak nehovorím. Nasledujte môj príklad. Macht es so, wie ich es tue. Aj Pavel Apoštol hovorí, nasledujte môj príklad. So wie Apostel Paulus sagt, folgt meinem Beispiel nach. A deti nás budú nasledovať.
Und die Kinder, die werden uns nachfolgen. Či budeme dobre robiť, alebo aj zlé robiť. Ob wir gut tun oder ob wir schlecht tun. Po jednej veľkej hádke na štedrý deň. Nach einem großen Streit an Heiligabend. Sa nahnevaný otec pozbieral a išiel do krčmy. Da hat ein zorniger Vater sich selbst gepackt und ging in die Kneipe. A taký nahnevaný a zúfalý. Er war zornig und er war verzweifelt. Išiel, aby si alkoholom utíšil svoju bolesť. Er ging seinen Schmerz mit Alkohol zu ertränken. Nechal doma ženu aj deti. Hat zu Hause Frau und Kinder hinterlassen. Vonku padal čerstvý sneh. Draußen ist frischer Schnee gefallen. Bola skutočná vianočná pohoda. Es war tatsächlich eine weihnachtliche Atmosphäre draußen. A ako išiel do tej krčmy, und als er in die Kneipe kam, zdalo sa mu, že niekto ide za ním. Da kam es ihm so vor, wie wenn jemand hinter ihm geht. A naraz vidí svojho malého synčeka. Auf einmal sieht er diesen kleinen Sohn. Ako zobral mamine topánky. Er hat von der Mama Schuhe genommen. A išiel a dával svoje nohy do otcových stôp. Und er ging und hat seine Füße in die Spuren des Vaters gesetzt. A tento otec, keď uvidel. Und dieser Vater, als er das gesehen hat. Že neoblečené to dieťa ide za ním. Dass dieses Kind, welches noch nicht mal angezogen war, ihm nachgeht. Otočil sa, zobral toto dieťa na ruky. Hat er sich umgedreht, hat dieses Kind auf die Arme genommen. A hovorí, synček môj. Und hat gesagt, mein Söhnchen. Nemôžeš ísť za mnou. Du kannst nicht mit mir gehen. Niečo sa ti stane. Es passiert dir was. A malý chlapček hovorí, čo sa mi môže stať, ocko? Und dann sagt er, was kann mir passieren, Papa? Však ja idem v tvojich stopách. Ich gehe doch in deinen Fußstapfen. Tento otec. Dieser Vater. Vstúpil do svojho svedomia. Ist in sein Gewissen, hat sich am Gewissen angehalten. A povedal, nemôžeš ísť v mojich stopách. Und hat gesagt, du kannst nicht in meinen Fußstapfen gehen. Vrátil sa domov. Er ist nach Hause zurückgekehrt. Objal svoju ženu. Hat seine Frau umarmt. A hovorí, odpusť. Und hat gesagt, vergib. Aj ona si pýtala odpustenie. Und auch sie hat um Vergebung gebetet. Sadli za stôl. Sie haben sich zum Tisch gesetzt. A pripomenuli si vianočný večer. Und sie haben sich daran erinnert, dass es Weihnachtsabend ist. Mnohokrát tie zranenia a mnohokrát tie nedorozumenia, ktoré sú v rodinách. Oftmals Verletzungen und Unverständnis, welches in einer Familie ist. Človeka nasmerujú v tej horkosti jeho duši niekde, kde by ináč nešiel. Bringen die Seele eines Menschen in der Bitterkeit irgendwo in eine Richtung, in die er sonst nicht gehen würde. Ja som si to všimol vo svojom živote. Ich habe das in meinem Leben bemerkt. Keď ma napadne duch horkosti. Wenn mich der Geist der Bitterkeit anfällt. A taká beznádej, keď príde do mojho srdca. Und wenn Hoffnungslosigkeit in mein Herz kommt. Som schopný rozmýšľať tak, ako by som nikdy ináč takto nerozmýšľal. Dann bin ich fähig, so zu überlegen, wie ich sonst anders nie überlegt hätte. Vy nemáte takýto problém? Habt ihr kein so ein Problem? Ja hovorím veľmi úprimne. Ich rede sehr aufrichtig. Otváram vám svoje srdce. Ich öffne euch mein Herz. A ja len prosím o pána o milosť. Und ich bitte den Herrn nur um Gnade. Aby zachoval mňa aj mojich bratov a sestry. Dass er mich und meine Brüder und Schwestern bewahrt. Chcem byť čestný pred vami aj pred Bohom. Ich will ehrbar sein vor euch und vor dem Herrn. Jediné, jeden moment. Ein einziger Moment. Vidím ako veľkú milosť Božiu. Den sehe ich als große Gnade Gottes. Keď mi Boh dá milosť k pokore. Wenn Gott mir Gnade zur Demut gibt. Ty máš túto milosť k pokore? Hast du k
Gnade zur Buße, zur Demut. Alebo zatvrdíš sa? Oder verhärtest du dich? A povieš si, nie, ja pôjdem svojou cestou. Und sagst, nein, ich gehe meinen Weg. Už toho mám dosť. Ich habe schon genug davon. To, čo som doteraz staval, nezaujíma ma. Das, was ich bis jetzt aufgebaut habe, interessiert mich nicht. Koniec všetkému. Schluss mit allem. Koniec sveta. Schluss mit der Welt. A idem. Und ich gehe. Bratia, sestry, zúfalstvo to nie je pokora. Brüder und Schwestern, Verzweiflung ist keine Demut. Zúfalstvo je zbúra. Verzweiflung ist Auflehnung. Musíš si uvedomiť, keď sa ty dostávaš do zúfalého stavu. Du musst dir bewusst machen, wenn du in einen verzweifelten Zustand hineinkommst. Do moci satanovej. Du kommst in die Macht Satans hinein. A z tejto moci, keď si už tom. Und wenn du schon in dieser Macht drinnen bist, jedine tak sa vieš vyslobodiť, kannst du nur so herauskommen, že nájdeš milosť k pokore. Dass du Gnade zur Demut findest. A zase ja. Und wieder ich. A zase sa ja mám pokoriť. Und wieder soll ich mich demütigen. Nemali ste takéto otázky v živote? Habt ihr noch nie solche Fragen in eurem Leben gehabt? Zase ty. Zase ja. Wieder ich und wieder du. A to je východisko. Und das ist der Ausweg. Pokorte sa pod mocnú ruku Božiu. Demütiget euch unter die gewaltige Hand Gottes. A on vás povýši svojím časom. Er wird euch erhöhen zu seiner Zeit. Ďakujem Bohu za tú milosť. Ich danke Gott für die Gnade. Že mi dal do dnešného dňa milosť k pokore. Dass er mir bis zum heutigen Tag Gnade zur Demut gegeben hat. Keby mi Boh túto milosť nedal, dnes nestojím tu. Wenn mir Gott diese Gnade nicht gegeben hätte, würde ich heute hier nicht stehen. Ale bol by som na hanbu Bohu. Aber ich wäre Gott zur Schande. Na hanbu jeho ľudu. Ich wäre seinem Volk zur Schande. A bol by som na hanbu aj svojej rodiny. Und ich wäre meiner Familie zur Schande. Ja vám veľmi otvorene a úprimne hovorím. Ich sag euch sehr offen und sehr aufrichtig. Ale keď všetko sa vo mne búrilo, ako víno, ktoré chcelo rozhodiť ten súd. Aber wenn sich alles in mir aufgelehnt hat, wie Wein, welches dieses Fass zerreißen wollte. Dostal som milosť od Pána k pokore. Hab ich von Gott Gnade bekommen zur Demütigung. Pokoril som svoje srdce. Ich habe mein Herz gedemütigt. A som povedal, to nemôžeš urobiť svojmu pánu. Und hab gesagt, das kannst du deinem Herrn nicht antun. To nemôžeš urobiť Božiemu ľudu. Das kannst du Gottes Volk nicht antun. To nemôžeš urobiť svojej rodine. Das kannst du deiner Familie nicht antun. Alebo rozprávam o niečom, bratia, sestry, čo vás sa nedotýka. To nie je váš problém. Oder Brüder und Schwestern, rede ich über etwas, was euch nichts angeht, was nicht euer Problem ist? To je len môj problém. Ist das nur mein Problem? Verím tomu, že Pán Boh mierí svoje slovo do našho srdca. Ich glaube, dass Gott sein Wort sendet in Richtung unseres Herzens. Teraz porovnajme týchto dvoch ľudí. Lasst nun diese zwei Menschen týchto manželov. Vergleichen diese Eheleute. Jeden zatvrdzuje svoje srdce. Einer verhärtet sein Herz. A druhý obmekčuje svoje srdce. Und der andere lässt sein Herz erweichen. O, buďte požehnaní. O, seid gesegnet. Buďte požehnané, vy sestry. Seid gesegnet, ihr Schwestern. Ktoré viete nájsť. Ak máte bláznivých mužov, niektorá. Wenn ihr einen toren Mann habt, einige von euch. Ak nájdete tú milosť k pokore. Wenn ihr die Gnade zur Demut findet. Viete, pokora to nie je len sklonenie hlavy. Demut bedeutet nicht nur unseren Haupt zu neigen. Ale pokora je poslušnosť. Aber Demut ist Gehorsam. Poslušnosť k jeho slovu. Gehorsam seinem Wort gegenüber. Nie, tí sú pokorní ľudia, ktorí chodia so sklonenou hlavou ako klas.
Es sind nicht sklonení. Die Leute demütig, die wie, wie eine geneigte Ehre herumlaufen. Ale to sú pokorní ľudia, ktorí poslúchajú svojho pána. Aber das sind demütige Menschen, die ihren Herrn gehorchen. A on hovorí, učte sa odo mňa. Und er sagt, lernet von mir. Lebo som tichý a pokorný srdcom. Denn ich bin demütig und von ich bin sanftmütig a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. A táto Abigail, und diese Abigail cítila zodpovednosť. Hat Verantwortung gespürt. Za seba, Verantwortung nicht nur für ale sich, za celý svoj dom. Verantwortung für ganzes dokonca Haus. Aj za svojho bláznivého muža. Letztendlich sogar für ihren narrenhaften, törichten Mann. A ona sa neradila so svojím bláznivým mužom. Sie hat sich mit ihrem törichten Mann nicht beraten. Viete, ak jeden z tých dvoch je blázon. Wisst ihr, wenn einer von den beiden ein Narr ist, s ním sa nedá radiť. Mit ihm kannst du dich nicht beraten. Ale ty sa musíš radiť so svojím pánom, du musst s Bohom. Dich mit deinem Gott beraten. Učiť sa od neho. Von ihm lernen. A zachrániš aj toho bláznivého muža. Und du wirst auch diesen törichten Mann erretten. Ty musíš ísť do takej pokory a poslušnosti voči pánovi. Du musst in so eine Demut und in so einen Gehorsam Gott gegenüber treten. Že tá tvoja poslušnosť sa stretne. Stretne s tou milosťou Božou. Dass dein Gehorsam sich trifft mit Gottes Gnade. A táto Abigail, ona si uvedomila. Und Abigail, sie wurde sich bewusst. Že tento Dávid a jeho mužovia. Dass David und seine Männer. Všetko to, čo má jej bláznivý muž. All das, was ihr törichter Mann besitzt. Oni vlastne chránili, aby to mohol mať. Das haben sie alles beschützt, David und seine Männer. A zo všetkého vzala a požehnala Dávida. Und von allem hat sie etwas mitgenommen und hat sie David damit gesegnet. A požehnala aj jeho mužov. Und sie hat auch seine Männer gesegnet. A všetko zobrala na seba. Und sie hat alles auf sich genommen. A hovorí, na mne je vina. Und sie sagt, ich nehme die Schuld auf mich, die Schuld ist auf mir, sei auf mir. Padla k nohám Dávidovi. Sie ist David zu Füßen gefallen. A všetku vinu zobrala na seba. Und sie hat alle Schuld auf sich genommen. Pýtam sa vás, v čom bola táto žena vinná? Ich frage euch, in was war diese Frau schuldig? Ukážte mi jednu vinu v jej živote. Zeigt mir eine Schuld in ihrem Leben. Čo ju viedlo k tomu, že zobrala všetku vinu na seba? Was hat sie dazu geführt, dass sie alle Schuld auf sich genommen hat? Zodpovednosť. Verantwortung. Chýba zodpovednosť mnohokrát u žien i u mužov. Es fehlt oft Verantwortung bei Frau und bei Mann. Pretože človek sa zdá byť independentný, proste nezávislý. Weil der Mensch den Eindruck hat, unabhängig zu sein. A myslí si, že môj život, to je môj život. Und er sagt, das ist mein Leben und mein ja Leben som nezávislý ist mein od svojej Leben. Ženy, nezávislý ich bin od svojho unabhängig von muža. Meinem Mann, ich bin unabhängig nezávislý von meiner Frau. Od deti. Ich bin unabhängig von meinen Kindern. Nezávislý od zboru, nezávislý ich bin unabhängig od, von od der Boha. Gemeinde, ich bin unabhängig von Gott. A toto je... Ďakujem. Thank a toto je... Ten pocit nezávislosti je... Vlastne. Und dieses Gefühl der Unabhängigkeit. Skrytá nezodpovednosť. Das ist verdeckte Verantwortungslosigkeit. Vieme byť zodpovední. Sind wir fähig verantwortlich zu sein? Vie nás boleť to, keď iní plačú? Tut es uns weh, wenn andere weinen? Vieme sa radovať? Keď sa iní radujú. Können wir uns freuen, wenn sich andere freuen? Interesuje nás to. Interessiert uns das. A čo povedal Pán Ježiš? Was sagt der Herr Jesus? Plačte s plačúcimi. Weinet mit den Weinenden. A radujte sa s radujúcimi. Und freut euch mit denen, die sich freuen. Teda nebuďte nezávislí. Seid nicht unabhängig. Nebuďte
oddelený v tom slova zmysle, že čo ma to zaujíma. Seid nicht abgetrennt in dem Sinne des Wortes, was interessiert mich das? Nás to musí zaujímať. Es muss uns interessieren. A táto žena. Und diese Frau. Išla ústrety Dávidovi. Sie ging David entgegen. A Dávid išiel už v hneve. David kam schon mit Ärger. Aby pomstil tohoto nevďačného, tohoto proste tohoto človeka, ktorý je v zbure. Um sich an diesem undankbaren, rebellischen Mann zu rächen. A táto žena nájde milosť. Diese Frau findet Gnade. V očiach kráľa. In den Augen des Königs. Milosť. Gnade. Viete, čo je milosť? Wisst ihr, was Gnade bedeutet? Zažili ste milosť? Habt ihr Gnade erlebt? Ja verím, že áno. Ich glaube ja. Lebo sme boli všetci odsúdení na smrť. Denn wir waren alle verurteilt zum Tode. Všetci sme boli kandidátmi smrti. Alle waren wir Kandidaten des Todes. Na všetkých nás čakalo zahynutie a trest. Und alle hat Verderben und Strafe erwartet. Ale v Pánu Ježišovi sme Aber dostali milosť. Im Herrn Jesus haben wir Gnade bekommen. Boli sme oslobodení od toho, čo sme zaslúžili. Wir wurden frei von dem befreit, was wir A tak keď my sme prežili, was wir uns verdient haben. Keď my sme prežili to veľké milosrdenstvo. Und wenn wir diese große Barmherzigkeit erlebt haben. To veľké zmilovanie. Diese große Mitleid. Tak sme povinní aj my sa zmilovávať. Dann sind auch wir verpflichtet, uns zu erbarmen. A viete, sú situácie, kde nenájdete jedného človeka, s ktorým by ste sa zhodli. S ktorým by ste sa zhodli. Wisst ihr, es gibt mit Situationen, da findet ihr nicht einen Menschen, mit dem ihr einig werdet. Ale ty musíš ísť pred Pána. Aber du musst vor den Herrn gehen. A povedať, Pane. Und sagen, Herr. Ty vidíš moje srdce. Du siehst mein Herz. A ja ťa prosím. Und ich bitte dich. Osloboď ma od mojho. Mach mich frei von mir. Osloboď ma od toho, čo patrí druhým. Mach mich frei von dem, was anderen gehört. A priviaž ma k tomu, čo patrí tebe. Und bringe mich dazu, was dir gehört. A tak nech sa naplní tvoja vôľa v mojom živote. Und lass so dein Willen in meinem Leben geschehen. A to je ten múdry človek. Und das ist der weise Mensch. Ktorý je oslobodený od seba. Der frei ist von sich selbst. Od mienky ľudí okolo seba. Frei von der Meinung der Menschen um ihn herum. A vie sa položiť na oltár Boží. Und er ist fähig, sich auf den Altar Gottes zu legen. Aby Boh naplnil svoje plány v jeho živote. Dass Gott seine Pläne im Leben erfüllt. Buďte požehnaní. Seid gesegnet. A buďte takto múdri. Und seid so weise. Skloníme svoje hlavy. Wir neigen unsere Häupter. Budeme sa modliť. Wir werden beten. Z celého srdca ti ďakujeme, náš drahý nebeský Otče. Von ganzem Herzen danken wir dir, unser himmlischer Vater. Ďakujeme ti za to, Pane, že dostávame sa mnohokrát do rôznych situácií. Wir danken dir, Herr, dass wir oft in verschiedenartige Situationen des Lebens hineinkommen. Sú chvíle, es gibt Weilen, ktorým nerozumieme. Die wir nicht verstehen. Ale jedno vieme. Aber eins wissen wir. Že ty sa pyšným protivíš. Du widerstehst den Hoffärtigen. Ale pokorným dávaš milosť. Aber den Demütigen gibst du Gnade. A my tak chceme sa pokoriť pod mocnú tvoju ruku. Und so wollen wir uns unter deine gewaltige Hand demütigen. Aby si nás pozdvihol svojim časom. Dass du uns erhebst zu deiner Zeit. Aby sme došli k milosrdenstvu. Um zur Barmherzigkeit zu gelangen. Hoci ak teraz sme zahalení šerom a tmou. Auch wenn wir jetzt noch mit Dunkelheit umgeben sind. Aby nám prišlo svetlo, das Licht hineinkomme, radosť, Freude a večné požehnanie. Und ewiges Segen. V tom drahom mene Pána Ježiša.